Und wir sind nochmal hier. Ja. Das Bild hatten wir doch gerade schon. Ja, genau, das hatten wir gerade schon. Denn irgendwie hat's abgekackt. Deswegen werden wir hier mal eine Speicherung machen. Ja, Ziel ist immer noch, Gulen Tempani Tower. Mit oder ohne Gewalt. Höchstwahrscheinlich endet das alles mit Mord und Totschlag gleich. Und ich will jetzt zu Roy Phillips gehen, der hatte noch was für mich. Und er meinte auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, wie er das meinte. Versuchen wir es doch. Ab geht's. Ich sehe Menschen, die mich kennen. Da ist die Alte von Roy. Ach, hallo. Was haben Sie, Metro Töne? Wie fühlt man sich? Gustavo hat mich angeheuert, Sie zu töten. Ich muss los. Hey, ich hab Sie falsch. Gute Arbeit. So, wir gehen jetzt auch hier lang. Und irgendwo muss Roy sein. Roy? Mr. Phillips? Wo haben Sie sich versteckt? Okay, gehen wir hier lang. Wenn ich Pech habe, greift mich gleich eine riesige Ghoul-Armee an. Ah, warte mal, hier muss dann auch. Hier muss es denn ja auch angehen. Irgendwo. Oder? Hm. Geht das alles nur mit dem Terminal und das habe ich verkackt? Hier lang. Brauchbares. Großes Buch der Wissenschaften. Na, immerhin. Haben wir mal was gefunden, was wir wieder verwenden können. Genau, das ist das, was ich von drüben sehen kann. Hier geht's zum Tempani Tower. Aber wo ist Mr. Phillips? Herr Phillips. Da ist eine Ghoul-Armee. Und die kriege ich hier einfach nicht durch. Weil ich die Schleuse nicht aufkriege. Das ist natürlich scheiße, ne? Gürtel. Ich muss irgendwie die Jungs hier reinkriegen. Auch wenn ich das Ding nicht hacken konnte. Ich meine, die Türen sind ja auf. Sie könnten eigentlich alle Mann durchrennen. Hier ist ja auch weiter keine Notizen drinne. Entschuldigung. Der stand da blöd.
Ah, da die Tür jetzt auf ist, müsste ich ja eigentlich. Oh Gott. Wo ist denn Roy Phillips, wenn man ihn braucht? Ab ins Foyer. Los geht's! Weiter feuern! Wo ist Roy? Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Wo ist Mr. Phillips? Den suche ich schon die ganze Zeit. Ist der draußen? Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Gehen wir doch mal rausgucken. Wenn die Ghule schon hier Halligalli machen, irgendwo muss er ja sein. Da ist er doch. Halt! Wie fühlt sich das? Sehe ich das an als gut? Was ist. Wie ist das Leben in so einem Tempel? Das ist hier tausendmal besser als das Leben im Öl. Das ist schön. Jetzt. Hallo! Sie ist. Alle. Hat er mir jetzt was gegeben für die Hilfe? Natürlich nicht, ne? Oder? Nö, warum auch? Und jetzt steht er hier und freut sich. Achso, das ist der Penner draußen. Dass sie immer noch auf mich schießen, verstehe ich nicht. Hallo. Es ist hier tausendmal besser als das. Hm. Ich dachte, er gibt mir irgendwie noch eine Ghoul-Maske oder so, damit die Viecher mich nicht angreifen, aber okay. Mitteilen, dass die Ghule kommen? Die sind schon da. Hallo! Er weiß doch, dass die Ghule... Weiß er nicht, dass die Ghule da sind? Die Waffe ist in schlechtem Zustand. Und er kennt mich jetzt auch nicht mehr, oder was? Ja, lustig. Da hilfst du allen und was passiert? Die bringen. Die schießen alle auf dich. Tja, du schießt auf mich, muss ich dich leider umbringen. Ich wollte euch helfen. Ja, also irgendwie denn doch alles fehlgeschlagen. Dann bringen wir halt die Ghule um. Was soll's?
Ich frag mich, wo der Rest der Leute hin ist. Und vor allem, wo ist der alte Sack? Ach, guck mal. Die gibt's auch. War nicht irgendwo mal ein Safe oder sowas? Hier ist ein Safe. Na, guck mal einer an. Oh. Der Dashwood, der hat's ja auch nicht überlebt. Warum verliere ich denn jetzt Karma? Ich bitte euch. Ich bin ein ganz netter. Baseballschläger, Baseball, leeren Schrank. Ah, der Dashwood war eigentlich ein netter, aber er kann ja nichts dafür. So. So machen. Schön heile Uniform. Ah, hier liegt noch ein Ghoul rum. Ah, hier war die laufende Leuchtdiode. Hm. Ja, wir sehen jetzt so aus. Warte mal, irgendwo ging es doch hoch zu dem Sack. Hier ist Exit. Hier geht's zum Foyer. Das habe ich verstanden. Hier geht's auch zum Foyer. Okay. Aber irgendwo ging's auch noch zum Alten. Sieht hier alles so gleich aus. Bin ich jetzt schon... Das geht nicht. Oder war das hier? Nee. Hier war das nicht. Ach, man kommt jetzt gar nicht mehr raus. Na, das ist ja was. Okay. Aber guck mal, jetzt liegen hier sogar Stimpaks drin. Und es ist wieder Cola drin, komischerweise. Aber mich kotzt an, dass ich jetzt alle meine Ghoul-Freunde umbringen muss, weil wegen Isso. Aber naja, okay. So, wenn wir jetzt noch ein paar Ghoul abschießen, Leute ausrauben, irgendwas werden wir noch machen. Aber das Kuriose ist ja, es gibt keinen Strom, aber die Musik läuft noch. Das finde ich ja wieder lustig. Und ich habe gedacht, ich kann die Leute hier voll ausluten, aber hier ist ja wirklich nicht viel zu holen gewesen. Schade eigentlich. Also der Tenpenny Tower ist jetzt geghoult auf jeden Fall.
Was die Ghule alles so anrichten. Meine Fresse. Was liegt hier noch? Stimpaks. Sehr nice. Knochensägen, Zangen, Clipboards. Aktenschrank. Warte mal, was war in dem Aktenschrank? Kronkorken. Ah, weiter reparieren geht nicht, okay. Schmeiß ich den Scheiß weg. Und hier ist nirgends ein Safe. Hier kann ich noch in fremden Betten schlafen. Ist noch ein Kleiderschrank, ein Sofa. Der ist leer, der auch, der auch. Okay. Da ging's hoch. Da ist noch eine Tür. Nee, die ist einfach raus. Gut, dann können wir wieder runtergehen. Haben Sie Lust, einen... Ich hab Lust. So, ich hab noch ein Motorradhelm. Ich hab noch eine Tenpenny-Uniform und ein Ödlands-Outfit. Wenn's wieder was braucht. Kann ich den nicht einfach auch mal so wegmachen? Wie sieht denn mein Karma jetzt aus, nachdem ich so voll abgedreht bin? Oh, ich bin neutral. Schnappschrankschlüssel. Der ist auch noch leer. Aber weil der ganze Schnaps hier liegt. Finde ich ja wieder lustig. Sag mal, saß hier nicht sonst eine Oma? Okay. Ah, hier ist doch Körperklaus ein Klamottenladen. Kriegen wir alles nicht auf, okay. Auf jeden Fall haben wir aus den Tenpenny Tower. Ja. Echt Schrot gemacht, aber volle Sau. Inventar erfordert Schlüssel. Der sein kann, dass er irgendwo Kohle hat. Ich muss den Typen irgendwo finden. Der muss ja auch irgendwo tot rumliegen. Hier liegt noch ein Ghoul. Da gab's weiter nichts. Hier ist noch ein Ghoul. Da ist ein Gartenzwerg. Ja, soll es geben. Bücher. Leere Aktenschränke. Bleistift. Ah. Er fordert Schlüssel. Ihr könnt doch nicht für jeden Scheiß einen Schlüssel haben wollen. Wo ist eigentlich der Held vom Eberfeld? Schlüssel zu Alistair Tenpenny Suite. Chief Gustavo! Hier gibt's einen Waffenschrank. Aha. Wo ist der? Ah, verschlossen, schwer. Okay, auf jeden Fall
gibt's hier doch noch mehr zu entdecken. Ach so, das kriegen wir noch nicht auf. Das ist kaputt. Hier ist noch ein Werkzeugkasten. Ja, Jungs, wo habt ihr euren Waffenschrank? Die Alte hat ein Sturmgewehr. Ach so, das ist hier ja die Alte von Roy Phillips. Ach du Scheiße, was macht der jetzt, wenn ich rausgehe? Hallo. Ja, wenn ich ihn jetzt umbringe, bringt mir da auch nichts, oder? Stellen Sie die Werkbank folgendes. Achso, Tempini-Anfrage, Aufgaben. Vielleicht muss ich auch von draußen wieder reingehen. Geht auch nicht. Kann ich ihn noch über den Haufen schießen? Ganz ehrlich, das Ganze hat nichts gebracht. Chief Gustavo Bericht erstatten. Ja, ne, ihr seid ja lustig, die sind alle tot. Hallo? Hier lebt doch keiner mehr. Die Aufgabe könnt euch klemmen. Der liegt hier irgendwo. Der Chief. Da ist er. Ja, okay. Die Quest, die haben wir uns aus irgendwelchen Gründen versaut. Ja, dass ich jetzt Roy Phillips umgebracht habe, das war jetzt einfach mal so, weil ich es kann. Oh, unser Karma ist böse, das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich ein Wüstenpirat. War noch Wasser für den alten Mann? Sie haben mir das Leben gerettet. Sie meinen... Neutral, können wir das nochmal machen? Ich werde sie nie vergessen. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt halbwegs normal wieder unterwegs. Ach nee, Leute. Da macht man eine Aufgabe und irgendwie klappt einfach nichts. Was habe ich davon gewonnen? Nichts. Hätte ich mal gleich alle Ghule umgerotzt, so viele waren es ja nicht, hat der eben auch geklappt. Die 10, 20 Stück oder was das waren. Aber nein. Ja. Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Ding wirklich tot ist. Warum bin ich nackt? Es geht mir schon viel besser. Ja? Na, weg, bitte. Ja, ich muss jetzt los. Auf jeden Fall den Tenpenny Tower, den kannst du vergessen. Da gibt's jetzt gar nichts mehr zu holen. Wir haben erstmal ausgelöscht, das Rassistennester. Schön. Guten Abend. Was darf es denn sein? Alles. Trinken. Sehr wohl. Ich... Sehr... Nee, brauchen wir nicht. So sehen wir aus. Was sagt ein Gen zum anderen? Hallo, Gen. Ha. Oh, was ein Witz. Nee, wir haben nichts. So, was sagt mein Spind? Können wir noch ein bisschen was reinpacken. Alter, was ich wieder an Sturmgewehre dabei habe, ist ja Wahnsinn. Da kann ich auch noch einiges reinpacken. Was haben wir denn alles?
Ah, eine Notration Stimpacks anlegen hier. So, haben wir noch Schnulli, der verkauft werden kann hier. So, dann gehen wir erstmal pennen in unserem Bettchen. Ah, den Luxus können wir uns ja leisten. So, mal 7 Stunden hinratzen. Schnarchi, schnarch. Und schnarchi, schnarch. So, auf geht's. Speicher. Ich hoffe, es verläuft heute. Ja, ja, passt schon alles. So. Der Quaterside-Lagerraum war irgendwo hier hoch. Kinder der Erde sich versammeln. Ja. Waffenhaus. So, stimmt. Den Waffenschrank muss es noch in Tenpenny Tower irgendwo geben. Den muss ich mir auch mal schnappen. Ist es Ihnen gelungen, Herr Haust? Ach, das interessiert doch keinen. Ja, ja. So. Andere reden. Ein paar Dinge für mein Haus. Gleich. So. Kann sie den Gegenstand nicht tun? Genug. Haus reden wir was anderes. Okay. Experimente. Ich will wissen, was im Angebot gibt. Genau. Ich will was verkaufen. Zum Beispiel das. Dann haben wir noch das. Das. So viele brauche ich auch nicht. Das Ding. Das. Das. Jetzt geht dir das Geld aus. Mein erst... Alter. Das ist ganz schön teuer bei ihr, ne? Ja, doch nichts Brauchbares, die Frau, ey. Kleidung. So, die ist pleite, ich hab Geld. Gute Jagd. Toll. Sie sagt, sie kauft alles. Mit was denn? So, jetzt gehen wir nochmal in mein Haus. Jetzt haben wir gekauft. Und ich denke mal, damit beenden wir denn. Papa mag es nicht, wenn ich mit Fremden spreche. Die Aufnahme. Und dann sehen wir mal weiter, welches Gebiet wir denn demnächst ausrotten. Ja? Ich habe gedacht, ich krieg eine Ghoul-Maske. Ja, falsch gedacht. Haben denn die Menschen und die Ghoul auf mich geschossen? Ja, Pech muss man haben. Tschüss, Tenpenny Tower. Ich hab meine Bude. Macht, was ihr wollt. So, renn gehauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.